Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Naruto Ultimate Ninja Storm. Also Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. So. Bläh. Und ich habe das Problem vom letzten Mal ja gehabt, dass ich ja zwei Spiele hatte und ich hatte das Spiel wieder zurückgebracht. Und ich weiß eigentlich verlosen, aber war jetzt nicht so der große Andrang von euch anscheinend. Finde ich eigentlich sehr schade, dass egal was sie so machen, Art und Weise, leider von euch irgendwie nie so wirklich Feedback und sowas zurückkommt. Ups, Entschuldigung, jetzt wackelt das Mikrofon ein bisschen. Das ist also ziemlich traurig irgendwie so, also ziemlich schade in der Art und Weise. Aber gut, was das will ich mit so einer etwas kleineren Community schon großartig erwarten. Wäre halt nett, wenn wirklich mal ein bisschen mehr Feedback von euch zurückkommen würde. Wäre echt schön. Jetzt lassen wir mal das Rumgeheule und drücken mal sofort Start. Spiel an! Tja! Ich muss mal was trinken, werde mal kurz was trinken. Ich muss mal gerade mal, ich bin nämlich direkt von der Aufnahme von Spec Ops direkt auf Naruto. Hungriger Naruto, auch schöne Frage gewesen gerade. Weiter! So, oh Gott. Die sollen zu Ichirukas Nudelsuppengeschüsse. Ich wollte auch mal ein Ninja werden, aber wie du siehst, habe ich nicht die Statur dafür. Daher habe ich einen Plan aufgegeben. Also, du sagst, es gibt Ninjas mit großer Statur, blablabla. Kennen wir schon. Na, ist das ein Viper-Mann? Na, wenn das nicht mein Naruto ist. Ich wusste gar nicht, dass du zurück bist. Das ist ja echt klasse. Ich muss los und es den Jungs sagen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. So ein dämlicher Ninja mit Farbengeschüsse. Temari! Ja, wie mache ich die denn jetzt? Es ist fast 3 Jahre her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, stimmt? Himbeerfüll! Du bist größer geworden, aber sonst hast du dich nicht kaum verändert. Die blöde Kuh soll mal die Klappe halten, wir haben ihren Bruder gerettet, ey, Bro! Mann, wenn ich nicht eine Aufgabe hätte, würde ich mit dir kommen. Prüfer zu sein ist echt nervig. Tja, ja. Hm? Oh, wie nett. Du willst wohl ein bisschen mit mir plaudern, oder? Zu dumm, dass ich jetzt unbedingt einkaufen muss. Verschieben wir es auf ein anderes Mal? Ja. Okay. Ja, jetzt viel Rumpel. Blablabla, du hörst mir nicht zu, alter Opa. Diese ganze Hektik stört mich ja nicht übermäßig, aber irgendwie sehne ich mich doch etwas nach der Vergangenheit. Die Vergangenheit? Du Arsch, weißt schon, dass da ein 29er rumgewütet hat, eh? Das willst du nochmal haben? Bist doch voll Idiot. Wir hatten ja den ersten und den zweiten Hokage, dann den jungen Sarutobi, Jiraiya und Tsunade. Ja, ja. Das waren die besten Jahre von Konoha. Na und jetzt habt ihr Naruto. Uzumaki. Yeah. Nudel, Nudel. Nudel. Ich hab ne Nudel in der Hose. Lass speaken. Hallo, Kleiner. Du siehst eher wie ein recht helles Kerlchen aus. Das liegt an der Frisur. Die ist blond. Ach, ich bin am Verhungern und ich bin ein Pirat. Ein guter Ninja muss seinen Gegner immer 3 Schritte voraus sein. Das sagt mein Vater zumindest immer, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ganz verstehe, was er damit meint. Das Doofe ist, wenn du 3 Schritte voraus bist, ist der dir auch wieder 3 Schritte voraus. Dann musst du ja diese 3 Schritte, die du eigentlich schon voraus warst, nochmal drauflegen, um mit auf ihn auf einem gleichen Niveau zu sein. Und dann mal 3 Schritte draufknallen, damit du
dann wieder 3 Schritte voraus bist. Oh no. Hallo. Digga. Mein Mann gibt morgen in aller Früh auf eine Mission. Ich wünschte, er würde mir so etwas, sowas zur Abwechslung mal früher sagen. Ich muss schließlich alles vorbereiten. Warum benutzt der Mann nicht zur Abwechslung mal seinen Kopf? Benutze auch zum Fressen. So. Ah, endlich. Oh, ist da? Hayaku! Hayaku! Ramen tabeyou ze! Wakatta, wakatta. Nanbai tabeyou kana? Kaku. Sieht gar nicht aus, wenn er so viel fressen könnte. Also ich übertöne das nicht, aber ich spreche es halt nicht nach, weil das darf man nicht verarschen, ganz ehrlich. Na, du hast doch. Da kann er an die Sauer in der Tanoka. Minna war schön in der Ore da Kekeninka. Oi, oi. Genin, Tuninte. Sondern ich hingam na ja. Omae war. あのジライア様に直々に教わってんだからまあねでもさ容赦なしだってばよ江戸仙人ってば額当てとか服とかボロボロになっちまってさ新調しなきゃならなくなったんだぜでもそのすごい修行のおかげで随分と強くなったんだろうん今じゃイルカ先生より強いかもね何言ってんだまだまだ俺だって負けやしないぞ。いや、stärker als Iruka。いつかイルカ先生とも勝負を。あ、どうした？そういや、ずっと聞きそびれてたんだけど。あのさ、さくらちゃんたちが中二になったのは分かったけど、あいつは？あのガーラはどうなったんだってばよ。ああ、ああ。あの子かまさか中忍ってだけでなく町人にいやあの子はちょっと別格だ別格mega Sonderfall würde ich sagen Sakura mit ihren sexy Handschuhen die sie hier erstmal neu aufzieht total toll そろそろだな油断すんじゃねえぞデイダラ相手は人中力なんだからなオイラの術は全て芸術だそれにちゃんとお箱も持ってきてる、うん、まあサソリの旦那は見てればいいどうだいこの芸術的造形は、うんあんまり待たせんなよ一尾主角の人中力砂漠のガーラかさてどんなものかFluggeräusche super geil gemacht. Und wieder die sexy Sakura, die sich zweimal wieder ihren Handschuh zurechtzieht. Und zweimal den gleichen. Senju Seiko. Hm? よくオイラの潜入に気づいたなさすがは砂隠れの風影ってとこかんその衣お前が暁だな隠密行動は失敗だなしかしてめえを探す手間が省けたぜさあて
とっとと片付けるかな。うん。この里は俺が守る。Ja, aber es geht ihm nicht um das Dorf. Es geht um den Blaubeerkuchen, den deine Mutter jedes Mal macht. Siggi! Der Blaubeerkuchen deiner Mutter schmeckt einfach grandios. Deswegen. Und er hat 3 Mäuler zu stopfen. Allein an sich. 3 Stück. Jetzt musst du Sasori noch dazu berechnen. Oder? Ja. Ist scheiße. Der braucht gewaltig viele Blaubeerkuchen. Ultimative Suits und Erwachen nicht einsetzbar. Gegner immun gegen alle negativen Statuseffekte. Direkt her! Da hol ich ja nicht lange. Fuck den hier, Alter! Boom, Bitch! Ja! Halt die Fresse! Komm her, du! Weichei! Du Nichtskönner! Boah, wie ich bin hier ausgerichtet! Du bist entspannt! Komm, steh auf! Angriff von oben. Hm. Alter, wie viel willst du davon noch auspacken, Alter? Geh weg jetzt! Du hast ausgewichen, was? Nein, nein, das ist eine optische Täuschung. Schissen, Alter. Na super. Reicht nicht immer aus. Oh, fick du. Du Blöder. Das ist ein Geschmack wie Scheiße. Die fangen ihn immer noch. Was ist das denn jetzt? So, Treffer, 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 Treffer. Ja, steh auf. Merk das, du Freak. Wer ist hier Freak? Du hast Münder in deinen Händen drinne. Ach, wirklich nicht. Na los! Alter! Das ist ein Glückspilz. Alter! Das gibt's doch nicht, ey! Warum treffe ich denn nicht? Was ist los? Oh, ausweich! Ausweich! Halt! Oh, scheiße! Digga! Bams! Was? Gar gegen Daedera! Befindet sich dein Ziel innerhalb des Rings, kannst du es anvisieren. Drücke dann B oder X, um anzugreifen. Mit Y, B oder Y, X benutzt du deine mächtige...